Schöne Grüße von MeinexOne im Hardware-Kanal. Und wie ihr seht, es geht endlich einmal wieder um einen Drucker. Und zwar haben wir den HP DeskJack Pro 9010. Ja, und den fühlen wir jetzt einfach mal auf den Zahn. Das heißt, wir schauen uns den einfach mal ein bisschen genauer an und gucken, was der für uns für Features bereithält. Aber erst das 360-Grad-Rundumblick-Video. So ein Drucker wie dieser hier hat natürlich eine Menge technische Fakten. Die sind natürlich hier alle einmal in den drei Zetteln niedergeschrieben. Deswegen müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, wenn ich da natürlich gleich ein bisschen was raus ablese. Aber wir gehen natürlich einmal komplett auf die Front ein. Auch einmal auf das Display. Das holen wir uns natürlich ein bisschen näher ran, damit man es besser sieht. Und natürlich auch einmal auf die Rückseite. Aber als erstes schauen wir uns an, wie der Drucker bewaffnet ist. So, dazu klappen wir hier vorne einfach die Klappe einmal runter. Und dann sehen wir jetzt schon, dass hier die Farben nach vorne fahren. Durch ein Drücken mit dem Finger auf die Farbe schießt die Farbe heraus und ich kann das einfach ohne Probleme tauschen. Und man sieht hier schon, alle Farben sind einzeln. Das ist manchmal ein Vorteil, wenn vielleicht nur blau alles oder nur gelb alles, dann brauche ich wirklich diese eine Farbe nur tauschen. Einfach wieder schließen, dann fährt natürlich der Schlitten wieder zurück in die Ausgangsposition und das war's an der Stelle. Eine neue Druckerpatrone, hätte ich die jetzt eingesetzt, würde vollautomatisch erkannt. Hier unten drunter haben wir ein Fach für Blätter. Ich ziehe das mal gerade ein bisschen raus. So, fahren wir mal rein. Hoppala. So, da kann ich natürlich 250 Blatt einlegen. Das ist eine feine Sache, weil man darf ja auch nicht vergessen, dieser Drucker ist schon eine Nummer größer als eigentlich normal im Privatbereich. Deswegen hat er auch schon ein Fach für 250 Blatt. Was nicht schlecht ist, wenn ich einfach viel drucke. Einfach wieder reinschieben. Jetzt fragt er mich natürlich, ob es ein A4-Blatt ist oder ob ich da was getauscht habe. Gehe auf OK. Ziehe mir hier vorne den wieder raus, weil hier kommen nachher die Blätter raus. Und dann habe ich das Ganze schon wieder erledigt. Ich habe hier oben natürlich auch einen Einzug. Das heißt, ich kann natürlich hier oben drüber scannen. Das heißt, ich schiebe das hier rein. Dann wird das Blatt eingescannt. Oder ich nehme bei diesem Drucker, wie man hier sieht, die Glasscheibe, die natürlich auch vorhanden ist, lege das Blatt einmal drauf und scanne es dann einfach ein. Von daher ist das auch eine ziemlich gute Sache, wobei ich ja meist hier oben den automatischen Einzug benutze. Da kann ich mehrere Blätter drauflegen, die einfach einscannen, fertig. So, gehen wir einfach mal ein bisschen auf die Fakten ein. Wir haben hier natürlich einen Multifunktionsdrucker. Das heißt, wir können einen Farbdruck machen, wir können scannen, wir können kopieren und wir können natürlich auch faxen. Das schauen wir später auf der Rückseite an, was da noch für Anschlüsse vorhanden sind. Wir schaffen hier 22 Seiten in Schwarz-Weiß in einer Minute und 18 Seiten in Farbe. Das ist eigentlich so ziemlich so der Standard. Ganz ehrlich, im privaten Bereich kann es auch ruhig mal ein Tucken langsamer sein. Das würde für mich überhaupt keine Rolle spielen, ob der jetzt 15, 18 oder 20 Blatt schafft. Wir haben eine maximale Auflösung von 4800 dpi. Und was ganz nett zu wissen ist, dieser Drucker kann Duplex. Das heißt, wir können die Seiten von beiden Seiten benutzen beim Drucken. Das ist manchmal eine schlechte Sache, weil nicht jeder Drucker kann Duplex. So, dann haben wir hier vorne natürlich ein kleines Touch-Display, welches in Farbe ist. Finde ich super. Ich kenne die auch in Schwarz-Weiß, aber die in Schwarz-Weiß sind meist immer noch einen Tucken kleiner und die in Farbe sind echt nicht schlecht. Und man kann sie ganz einfach bedienen, indem man mit dem Finger einfach drüber wischt. So, dann haben wir hier natürlich einmal AirPrint drinne. Dann haben wir hinten natürlich einen Anschluss für LAN. Wir haben auch einen USB-Anschluss. Und wir haben natürlich auch WLAN in dem Gerät vorhanden. Und wir haben auch WLAN direkt. Das heißt, der Drucker baut ein eigenes WLAN auf
und ich könnte auch das nutzen, um zu drucken. Das bedeutet, wenn ich zu Hause kein WLAN besitze, dann nehme ich einfach das WLAN vom Drucker und drucke direkt darüber. Aber im Normalfall brauchen wir das alle nicht, weil wir ja einen Router haben und unser eigenes WLAN benutzen. Deswegen kann man das meistens deaktivieren. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier eine maximale Größe von A4, die wir hier einlegen können. Wir können aber nicht nur normale A4-Blätter einlegen, sondern wir können auch Fotopapier, Briefumschläge, Karten und Normalpapier. Ja, dann haben wir hier noch als Scannertyp haben wir ADF oder Flachbett. Das ist einmal hier oben oder hier unten die Glasscheibe. Wir können in die Cloud scannen, wir können scannen als E-Mail, wir können scannen als PDF oder wir können natürlich auch, indem wir hier an der Seite einen USB anschließen, darüber natürlich noch die ganzen Sachen drucken oder scannen. So, jetzt gucke ich einmal noch, was wir hier Interessantes haben. Kopierfunktion, da haben wir 600 dpi, das ist vielleicht noch ganz interessant. Und sonst sind eigentlich jetzt die Maße ziemlich interessant, weil der Drucker ist nicht wirklich klein. Also man unterschätzt das manchmal, der ist echt groß. Wir haben hier eine Breite von 43,9. Dann haben wir hier eine Tiefe von 34,2. Und wir haben hier eine Höhe von 27,8. Und der ganze Drucker wiegt geschlagene 9 Kilo, ist also auch nicht wenig. Ja, und die Lautstärke ist hier angegeben mit 7 dB, aber das gucken wir uns gleich einfach mal an, wenn wir hier was ausdrucken. Schauen wir uns den Drucker jetzt einfach mal von der Rückseite an, was er uns hier für Anschlüsse bietet. Wie wir hier sehen, haben wir zweimal einen Telefonanschluss, das heißt, wir können das als Fax verwenden und auch durchschleifen, deswegen zwei Anschlüsse. Daneben haben wir natürlich den Klassiker, einen USB-Anschluss, damit wir ihn direkt in den Laptop oder in den Desktop-PC anschließen können. Und einen Netzwerkanschluss, der ist auch nicht schlecht. Dann können wir uns nämlich theoretisch das WLAN sparen und direkt ins Netzwerk einbinden. Und ganz unten sehen wir noch einen Stromanschluss. Das heißt, da ist wirklich nur ein Kabel dran, ohne Netzteil hinter. Das Netzteil ist schon direkt im Drucker verbaut. Finde ich persönlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe natürlich das Display von diesem Drucker jetzt ein bisschen dichter rangeholt, damit wir hier auch einiges mehr sehen und gehen einfach mal die Funktion direkt durch. Hier oben habe ich jetzt eine Starttaste, das sieht man natürlich bei euch nicht. Die ist beleuchtet, da mache ich den Drucker an oder aus. Dann habe ich hier vorne natürlich ein ganz normales Display, welches ich mit Touch bedienen kann. Ist an der Stelle nicht schlecht. Und wie man hier sieht, habe ich hier Smart Task. Dann kann ich unter Kopien einstellen, was ich kopieren möchte. Dokumente, Ausweise, Fotos. Oder ich gehe einfach mit der Home-Taste wieder zurück, wähle dann zum Beispiel Scannen aus. Und ich kann natürlich scannen an eine E-Mail, an ein Netzwerk, an SharePoint, Computer, USB. Da bleibt also kein Auge trocken. Dann geht es natürlich noch weiter. Dann habe ich dahinter natürlich noch Foto, wo ich bestimmte Einstellungen machen kann, wie zum Beispiel Passfoto oder irgendwas anderes. Wobei ich diese Funktion noch nie benutzt habe. Dann haben wir natürlich noch Faxen, ganz klare Sache, Fax senden, später senden, einen Abzug erstellen oder einrichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einen Fax versenden, gebe ich hier einfach nur noch meine Telefonnummer ein. Darf ich nicht vergessen, hinten das Kabel einstecken. Faxen kann ich nicht ohne das Kabel, also es reicht nicht nur im WLAN zu sein, das funktioniert natürlich nicht. Und dann einfach senden und fertig. So, weiter geht's. Dann haben wir hinten noch Apps, wobei ich auch wieder zusagen muss, habe ich noch nie benutzt, aber ich glaube, wir können uns hier Apps noch runterladen und den Drucker noch zusätzliche Features hinzufügen. Nein, nein, will ich alles nicht. Dann haben wir natürlich auch Einstellmöglichkeiten, indem wir das von oben, runterziehen. Und dann haben wir hier oben zum Beispiel das Einstellrad, wo ich natürlich den ganzen Drucker warte, einstelle, zurücksetze oder sonstige Sachen vornehme. Das ist also wirklich ein großes Menü und da gibt es auch noch ganz viele Unterpunkte, wo man eine Menge einstellen kann. Daneben habe ich natürlich nochmal das WLAN. Zack. Den kann ich natürlich ohne Probleme ins WLAN einbinden. Wie man hier schon sieht, ist meine IP-Adresse dahinterlegt. Einfach den WPS-Knopf drücken, hier warten und dann verbindet sich der Drucker automatisch mit dem Router und die IP-Adresse wird hinterlegt. Oder ich gebe das Passwort vom WLAN einfach mal mit Hand ein. So, was gibt es hier oben noch Interessantes? Dann haben wir natürlich einmal hier den sogenannten Direct Print und einmal was interessant ist vielleicht auch die Übersicht, wie viel Tinte noch vorhanden ist. Ja, man sieht hier einfach die Tintenstände und kann so ungefähr ein bisschen einschätzen, wie lange ich vielleicht noch drucken kann. So, was haben wir noch Feines?
Daneben haben wir nochmal einen Telefonbutton. Da kann ich den Anrufbeantworter einstellen, Faxprotokolle oder auch die Faxlautstärke. Jeder weiß, dieses Piepgeräusch, wie laut soll es sein? Wobei ich ja finde, warum sollte ich das auf laut stellen? Aber gut, ist eine andere Sache. Und zu guter Letzt haben wir da hinten noch so einen Eco-Modus. Genau, hier kann ich einstellen, zweiseitiger Druck oder auch irgendwo Eco, glaube ich. Und noch andere Einstellungen. Aber wie man sieht, ist das hier wirklich gut erklärt und man kann das wirklich super mit dem Finger bedienen. Von daher kann ich an der Stelle hier nicht meckern, aber da muss ich auch dazu sagen, das bezahlt man aber auch teuer bei dem Drucker mit. Damit wir jetzt noch sehen, wie schnell oder wie laut der Drucker ist, habe ich hier einmal einen Druck vorbereitet. Ich löse den einmal gerade aus. Ja, und wie wir sehen, per WLAN, der ist also jetzt nicht mit Netzwerk irgendwas angeschlossen, sondern nur per WLAN, wird der Druck direkt auch ausgelöst. Natürlich muss ich hier ein bisschen festhalten. Der hat schon ganz schön, ich sag's mal so, Eigenschwung. Ne? Aber man sieht, das geht wirklich schnell ohne Probleme. Und ich finde, von der Lautstärke her ist das völlig in Ordnung. Also keine Ahnung. Ich habe mir auch beim Drucker ganz ehrlich noch nie um die Lautstärke Gedanken gemacht. Drucker sind halt einfach nicht leise. Ja, was kommen hier für Farben in den Drucker rein? Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich habe hier mal alle vier Farben. Das sind die 963. Ich habe hier jetzt die XL-Varianten. Ich nehme mal gerne die XL-Varianten, weil die einfach ein bisschen länger halten. Gut, braucht man natürlich nur dann, wenn man wirklich viel druckt. Da muss ich natürlich gleich dazu sagen, Leute, Originalfarben von HP, meine Güte. Die sind schweineteuer. Es ist unglaublich. Alle vier Farben, so wie ich sie hier jetzt liegen habe, kosten 100 Euro oder drüber. Ich weiß nicht ganz ehrlich, ob das sein muss. Ich finde es einfach an der Stelle ein bisschen traurig. Nachgemachte Patronen in so einen Drucker reinzutun, ist ein echtes Problem, weil HP ist hergegangen und erkennt die nachgemachten Patronen. Und es kann passieren, dass der Drucker 10 Seiten ordentlich macht. 10 Seiten sehen halt kacke aus oder er nimmt die Patronen gar nicht an. Also das ist auch ein ganz schwieriges Ding, aber das Problem haben theoretisch und praktisch alle neuen Drucker. Die erkennen die nachgemachten Patronen und man kann sie eigentlich fast nicht mehr benutzen. Deswegen ist man immer angewiesen, wirklich ein Original zu kaufen und das gibt auf jeden Fall einen Abzug in der B-Note. Kommen wir einfach mal zum Fazit von so einem Drucker. Schönes großes Display, alle Farben sind getrennt und wir können 250 Blatt reintun. Wir haben oben einen Einzug, wir haben eine Glasscheibe, wir können Duplex, wir können Faxen. Das ist also wirklich schon eine gute Kombination. Das Gerät ist natürlich nicht klein, ziemlich groß, aber kommen wir jetzt auch zum Nachteil von so einem Gerät. Ich sag's ganz ehrlich, alle vier Farben für diesen Drucker kosten über 100 Euro. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, muss das wirklich sein, HP? Müssen die so teuer sein? Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich benutze ein paar nachgemachte Patronen und tue die in den Drucker, dann erkennt der Drucker das meistens und macht entweder 10 Blatt sauber, 10 Blatt schlecht oder nimmt die gar nicht erst an. Also das ist ein echtes Problem nach meiner Meinung. Die Patronen dazu sind super teuer und nachgemachte kann ich einfach nicht mehr benutzen. Der Vorteil hierbei ist, es sind alle vier getrennt, ist eigentlich eine gute Sache, aber ich kann nicht drucken, wenn eine Farbe leer ist. Das heißt, ist gelb alle, kann ich nicht mehr einfach schwarz drucken. Dann sagt der Drucker, ist alle, es kann nicht mehr gedruckt werden. Das ist auch, ich sag's mal so, ziemlich hirnrissig. Und was ich, glaube ich, nachgelesen habe, bei schwarz werden andere Farben mit beigemischt. Und da stelle ich mir auch wieder die Frage, warum? Ja, warum? Weil der Kontrast dann angeblich besser ist. Ja, Leute, ganz ehrlich, für mich klingt das ein bisschen nach Tintenverbrauch. Das ist halt der Nachteil bei einem HP. Und er ist natürlich auch nicht wirklich günstig mit 220 Euro, aber er hat alles und er tut auch einfach das, wofür er da ist. Er druckt, er scannt und er faxt. Und da kann man sich an der Stelle nicht beschweren, aber jetzt kommt ihr und ich bin raus. Lasst ein paar Kommentare da, holt euch ein Abo. Was sagt ihr zu dem Drucker? Ist der gut oder ist der schlecht? Lasst mal einen Daumen da. Bis dann. Ciao.